wirklich ein feiner Fleckenerde. Die Leute hier, die lächeln aus Glück so unverschämt vor sich hin. Hier in den Bergen von Ojancha, eine wirklich süße Stadt. Ein kleiner Park, es sind hier Restaurants und Cafés, so ein bisschen in der Wildnis. Es ist hier rundherum, sind Berge, teilweise im Nebel. Es ist alles rundherum, wir sind hier ungefähr auf 800 Meter Höhe und es geht ein frischer Wind. Es ist ein sehr freundlicher Ort mit günstigen und wirklich schönen Häusern. Wirklich schöne feudale Häuser und ein Kleinstadtleben. Es geht hier unten, geht ein Tal nach Samara und Carillo. Das sind zwei absolute Traumstrände und Touristenorte. Da muss man ungefähr rechnen, mit dem Auto schon 20 Minuten ist man am Meer. Ojancha. Das sind wirklich hübsche Häuser auch zu haben. Wir haben schon zwei Nummern aufgeschrieben. Denn ein Freund in L.A., den habe ich gestern aus einem anderen wunderschönen Ort Bilder geschickt. Er hat mich gefragt, wo ist das Theater, wo ist das Kino? Also, es gibt ja fast keine Kinos mehr in der Zeit des Netflix. Und hier erlebt man die Menschen. Hier leben wir als Menschen zusammen, ja, in jeder Hinsicht. Man sitzt zusammen, man grillt zusammen, ja, man blödelt zusammen. Da gibt es zwei Barrios, das heißt zwei Ortsteile. Die liegen meistens im Nebel und es ist tatsächlich immer so frisch, wie es jetzt ist. Es ist ein richtig angenehm, es ist warm von der Sonne, aber ein angenehmer, kühler Wind. Wirklich ein feiner Fleckenerde. Also da kann man es wirklich aushalten. Coca-Cola, das ist ein Getränkesupermarkt. Da gibt es wirklich ziemlich alles. Da Kinder, Sozial, tralala. Also kleine Klinik. Aber ist zu haben. Da ist auch ganz hübsch. Ah ja, da sind wir schon, glaube ich. Er hat nämlich von Schwänen gesprochen. Ein Pali ist da, ist kein Maxi-Pali, aber ein Pali. Das ist ein ganz guter Supermarkt. Da sind die Schwäne. Ja, man erwartet uns schon, dann ist das Tor offen. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón bei einer anderen Adresse, das soll es gleich zwei geben. Das ist das eine, das gelbe Haus mit dem roten Dach. Das ist für 130.000, ist größer mit 270 Quadratmetern. Was da unten weitergeht, ist ein großes Haus. Und dann gibt es hier ein Grundstück für 20.000. Das soll da bis zur Hecke nach hinten gehen. Das ist schon sehr groß, ja. Und da gleich gegenüber von der Kirche. Also wer sich sein eigenes Haus machen will. Auch ein Lotte Sevende, das heißt der Grundstück zum Verkauf. Con desprecio y con rencor. Mi
wirklich ein feiner Fleckenerde. Die Leute hier, die lächeln aus Glück so unverschämt vor sich hin. Also da kann man es wirklich aushalten.